Hallo Steffen. Hallo Leonard. Das war ein verrücktes Jahr. Wer hätte das gedacht? Die Katzen winkten seit dem 31. Dezember 2019 und brachten bis jetzt dem Konzertbetrieb wenig Glück. 4 Konzerte sind von 12 Konzerten ausgefallen. Richtig. Das ist natürlich wie bei allen anderen auch dramatisch gewesen. Aber wir hoffen natürlich, dass das neue Jahr mehr Glück bringt und wir demnächst wieder veranstalten können. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei allen Künstlerinnen und Künstlern, die unser letztes Konzert, was ausfiel, unterstützt haben, dadurch, dass sie Videobeiträge gesendet haben. Ebenso möchten wir uns natürlich auch bei unseren Förderern bedanken, insbesondere dem Kulturfonds Rhein-Main und dem Kulturamt Frankfurt und auch dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, die das Dezemberjournal gefördert haben. Ein ganz herzliches Dankeschön möchten wir an das Theater Willy Pramel aussprechen, das uns ermöglicht, die Konzertreihe hier in der Naxos-Halle stattfinden zu lassen. Ja, jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit anzustoßen auf das neue Jahr 2021. In dem die Corona-Pandemie verschwinden soll. Das ist unser großer Wunsch, sodass die Kultur wieder in echt stattfindet, nicht nur in digitaler Form wie hier und jetzt, sondern in der die Menschen in die Naxos-Halle kommen und die Konzerte hier erleben können. Wir wünschen unserem Publikum und allen Künstlerinnen und Künstlern der Naxos-Hallenkonzerte ein frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr.